Jo Freunde, und damit begrüße ich euch zu einer neuen Folge unseres Let's Plays. Ich möchte mich schon mal im Voraus entschuldigen, ich weiß nicht, ob man es hört, ich habe gar keine Ahnung. Aber ich bin übelst krank, also ich bin richtig krank, mich hat es richtig entschärft. Aber ich dachte mir jetzt am Abend hier auch noch ein bisschen zocken, ein bisschen nebenbei plaudern. Ist, denke ich, ganz beruhigend so. Ich hoffe, es ist wirklich nicht zu schlimm so von der Stimme her. Ich gebe trotzdem mein Bestes. Ich bin jetzt hier schon mal nach Hause getravelt und wie ihr seht, habe ich all den Stuff oder den wichtigen Stuff aus den Kisten drüben bei den Kühen schon mitgenommen. Und heute ist mein Ziel auf jeden Fall, alles hier zu brennen, was brennbar ist. Und dann will ich noch das Zuckerrohr hier einmal anpflanzen, weil die 55 Zuckerrohr reichen, glaube ich, nicht für alle Bücher, die wir brauchen. Da muss wohl alles noch ein bisschen wachsen. Aber das pflanze ich jetzt an und gleich werden wir in der Zwischenzeit, wo das wächst, nämlich die automatische Hühnerfarm bauen. Ich habe ja Hühner gefangen und die will ich heute verwenden. Da habe ich nämlich gerade im Nebentab ein Tutorial offen, weil ich keine Ahnung habe, um ehrlich zu sein, selber, wie man die baut. Und danach baue ich das heute. So Leute, ich habe jetzt hier drüben direkt mal das Zuckerrohr gesetzt und langsam sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Ich werde, sobald hier dann genug Zuckerrohr gewachsen ist und wir genug haben, und da war schon wieder dieser Standruckler. Sobald wir davon genug haben, werde ich hier dann das Holz noch drüber ziehen und den Weg hier gestalten. Und ich denke mal, dann sieht das gar nicht so schlecht aus, aber mal sehen, mal sehen. Also wir brauchen einmal zwei Zylinder. Zylinder, heißen die so? Ich habe gar keine Ahnung. Nein, Trichter, Zylinder, Alter. Was habe ich denn mit Zylinder, Junge? Trichter heißen die. Genau, Trichter. Dann brauchen wir Werfer, dafür brauche ich einen Bogen. Ich weiß gar nicht, geht das auch mit einem ramponierten Bogen? Nee, man braucht auf jeden Fall einen ganzen Bogen. Okay, dann mache ich mir kurz einen ganzen Bogen. Und dann brauchen wir noch einen Redstone. Ich habe ja das Glück, dadurch, dass ich letzte Folge meinen war, oder die vorletzten Folgen, haben wir jetzt auf jeden Fall genug Redstone, um alles zu craften. Dann brauchen wir noch einen Beobachter. So, dann brauchen wir noch einen Redstone-Komparator und einen Verstärker. Glas wäre auch noch ganz gut. Dann brauchen wir auf jeden Fall Chests. Davon mache ich direkt ein paar mehr. Einfach, dass wir direkt mehr einlagern können, so. Weil ich denke mal, eine Kiste wird da nicht direkt reichen. Das läuft ja dann eine ganze Weile. Und wenn das Glas oben gleich fertig ist, dann haben wir tatsächlich schon alles für die Farm. Und dann lege ich mit dem Bau los. Nur ich würde die Farm gerne irgendwo haben, wo sie mich nicht allzu sehr stört. Und deswegen gehe ich jetzt ein ganzes Stück nach unten. Später kann man ja dann einfach mit Leitern da wieder hochgehen. So, in der Zwischenzeit, wo oben jetzt alles schon mal brät und so, hebe ich hier mal ganz kurz einen kleinen Raum aus, damit wir genug Platz haben, um die Farm zu bauen. So Leute, im Prinzip habe ich jetzt vorgestellt, dass da dann die Farm hinkommt. Und diese Wege hier können ja dann weiter nach da und nach da gehen. Und da können dann andere automatische Farmen hin. Weil ich denke mal, das ist nicht die letzte automatische Farm, die wir bauen werden. Und später werde ich dann noch die Hühner hier alle runterbringen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen will, aber mal gucken. Das kriegen wir schon alles irgendwie in die Gänge. Und natürlich werden dann die Wände noch verkleidet und so. Ich weiß nicht, ob ich das heute alles mache oder erst wann anders. Aber definitiv machen wir hier was Cooles draus. Und Leute, ich sehe gerade, wir brauchen auch definitiv noch ein Lava-Bucket. Heißt, ich werde gleich auf jeden Fall nochmal losgehen müssen und eine Lava-Quelle suchen müssen. Aber ich baue jetzt hier erstmal alles ohne die Quelle. Und die Lava kommt dann halt später mit rein. Und ich gehe ganz kurz hoch und brate ein bisschen Stein, dass wir daraus Steinziegel machen können und dann damit unten die Wände verkleiden können. So, wenn das jetzt da währenddessen da alles gerade brennt, da brennt ja jetzt der ganze Stein und so, den ich ja gleich brauche, gehe ich jetzt gleich mal nach einer Lavaquelle suchen, um den Lava-Bucket zu holen, der uns noch fehlt. Und hoffe mal nicht, dass ich von Creepern weggesprengt werde, die ja jetzt alle noch leben. Oh! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Verdammt. Ich habe gar nicht gedacht, dass jemand, irgendeiner hinter mir ist. Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Ich weiß, ich glaube, ich habe eine Maus halt wirklich weggeworfen. Und hopp. Da sind wir unten. Und jetzt geht's direkt zur Lavaquelle. Die ist, glaube ich, hier, da ganz unten. Okay, und dann müssen wir wieder hochschwimmen, aber das ist ja kein Problem. Die Frage ist nur, wie kommen wir ohne Wasser da möglichst schnell runter? So, da haben wir... Haben wir die Lava? Ne, ich glaube, die Lava backt schon wieder. Jetzt haben wir die Lava. Ja, super. So, dann geht's jetzt wieder nach da oben.
Leute, das Ding ist, ich bin heute früh aufgestanden und gestern ging es noch, ne? Gestern ging es mir noch nicht so dreckig wie heute. Da war eigentlich alles noch relativ okay. Es war halt so ein bisschen, ja, aber das war halt nicht so, dass ich mir dachte, yo, ich bin jetzt mega krank oder so. Da bin ich heute früh aufgestanden und mir ging es wirklich heute früh, war echt gefühlt halb tot. Da habe ich echt gar nichts mehr gespürt. Da habe ich mir aber einen Tee gekocht und ja, Leute, ich gebe es zu, ich habe eine Tablette genommen. Okay. Kopfschmerztablette, weil mein Kopf echt gebrummt hat und ich hatte Druck auf den Ohren wie sonst was. Aber jetzt ist abends, jetzt geht's relativ. Ich habe heute den ganzen Tag eigentlich geschnitten, sondern den Videos, die jetzt für euch gekommen sind schon. Und jetzt dachte ich mir so am Abend, ja, okay, komm, kannst dich nochmal hinsetzen und ein bisschen zocken, ein bisschen aufnehmen nebenbei, ein bisschen quatschen, so ein paar kleine Dinge erledigen. Und jetzt bin ich hier und hoffe wirklich, dass meine Stimme sich wenigstens einigermaßen okay anhört. Und nicht Leute, die gerade vielleicht neu das Video sehen, sich denken, Alter, was ist das für ein Typ, Junge? Seine Stimme klingt einfach, als wäre er krank. Und kann es sein, dass Bambus mit einer der schlechtesten Sachen ist, mit dem man braten kann? Leute, das Problem ist, ich habe keine anderen Materialien zum Braten. Ich habe keine Kohle mehr. Und deswegen kann ich auch kaum Fackeln machen. Deswegen habe ich nur 10 Fackeln. Ich muss irgendwann mir mal eine Mine bauen oder sowas, wo ich dann alles farme. Und so. Dann können wir die Fackeln gleich auf die Zäune tun. Und dann haben wir das doch alles schon mal ein bisschen aufgefrischt. So, jetzt muss hier hinter den Zylindern ein Block. Zylinder, ich sag immer noch Zylinder, ne? Trichter. Muss ein Block. Und hier muss dann, soweit ich es richtig sehe, der Werfer hin. Dass im Prinzip aus dem Werfer kommen dann im Prinzip die Eier raus, die dann hier aufprallen gegen das Glas, was später hier hinkommt. Und hier werden dann die Hühner gebraten, in Anführungszeichen. Das klingt aber ganz schlimm. So, hier kommen später die Hühner drauf. Und jetzt müssen wir, glaube ich, noch eine Glocke hier hinterbauen. Dafür mache ich mal ganz kurz mehr Platz. Und so schwer ist das gar nicht, fällt mir gerade auf. Nur so. Hier der Block muss frei sein. Hier, das muss auch frei sein. Hopp. Dann muss hier noch ein Block hin. Den tun wir mal so machen. Genau, dass es gegen den Trichter gemacht wird. So. Dieser Komparator gibt, glaube ich, ein Signal. Genau, der gibt. Okay, ich habe die Konstruktion verstanden. Der gibt ein Signal. Der hier gibt ein Signal an den sogenannten Beobachter, der hier neben steht. Dieser Beobachter gibt das Signal aus an den Werfer. Und der Werfer schießt dann ein Ei raus. Heißt, wenn hier theoretisch, jetzt sagen wir, in den Trichter wird ein Ei gemacht, dann müsste das jetzt so ein Signal hier durchfließen und theoretisch müsste es da raus. Warte, so. Nee, okay. Leute, ich habe es doch noch nicht ganz durchblickt. Oder muss der hier was, muss der das aufnehmen? Leute, okay, jetzt. Ich darf das nicht hier reinlegen, sondern der muss das aufnehmen. Dann gibt der, genau so wie es erklärt hat, dann gibt der das Redstone-Signal an den Beobachter. Der Beobachter gibt sein Redstone-Signal an das Redstone und der leitet es in den Block und der Block leitet es dann da rein und dadurch wird es gedroppt und kommt über den Trichter in die Kiste. Ah, Leute, jetzt habe ich es. Genau. Und hier sind dann die Eier und die werden gegen das Glas geworfen. Okay, Leute, jetzt hab ich's verstanden, Alter. Übrigens ist meine Spitzhacke ka gerade kaputt gegangen. Deswegen grab ich jetzt nur noch mit dieser Steinspitzhacke. Ich würde sagen, wir tun hier das hin. Da kommt das hin, so. Hier drunter kommt definitiv auch noch mal Holz. Hier kommt dann im Prinzip die Lava hin. Und theoretisch. Ist das jetzt schon die fertige Farm? Nee, nee, noch nicht. Weil hier muss noch ein Block hin. Jetzt muss da die Lava rauf. Genau. Und jetzt ist die fertige Farm. Da oben kommen dann die Hühner rein. Das mache ich jetzt. Und dann ist die Farm, die automatische, theoretisch fertig und einsatzbereit. Jetzt müssen halt nur noch die Hühner rein. So, komm mal mit. Du wirst nämlich der allererste sein, der uns Gesellschaft leistet und nein, wag es dir. Du sprengst dich mein Huhn weg. So, Hühnchen. Super, komm mit. Komm und lauf da jetzt rein, okay? Du musst nämlich da jetzt rein. Genau. Und jetzt landet es da unten ganz weich. Alles gut. Da sind nämlich auch die 4 Hühner dabei, Leute, die aus einem Ei geploppt sind. Keine Ahnung, wie das ging. Aber ja. Und ihr müsst jetzt alle mal da rein. Sterben Hühner an Massenschaden? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, die sterben nicht an Massenschaden, oder?
So, jetzt sind alle Hühner unten. Heißt, das hat sich schon mal erledigt. Jetzt hole ich noch die Eier und schmeiße sie gleich mit runter. Und unten müsste dann die Farm sogar jetzt schon aktiv sein und laufen. So, und hier haben wir dann nämlich ein kleines Räumchen. Das baue ich natürlich alles noch viel, viel schöner und toller. Aber hier haben wir dann ein kleines Räumchen, wo wir, falls wir genügend Eier haben, das aufmachen können. Und dann können wir da noch was reinspucken. So, genau. Und die Farm kann auch immer erweitert werden, falls wir jetzt sehen, yo, das bringt jetzt überhaupt nichts an Essen. Kann man das alles hier noch größer machen. So, ich gehe jetzt einmal rüber zu unserer Bambus- und Weizenfarm. Und dort werde ich mich darum kümmern, dass ich das Weizen einmal abfarme. So wie das Bambus. So, ich habe jetzt den Rest hier noch gesetzt, was gerade gewachsen ist, damit es jetzt auch einmal weiter wächst. Und ich glaube, bei der nächsten Ernte können wir dann tatsächlich schon den 30er Enchanter machen. So Leute, ich würde damit sagen, ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Es tut mir leid für vielleicht die kranke Stimme. Das ist echt nicht meine Absicht, dass das alles so klingt, wie es gerade klingt. Und ich würde sagen, ich hoffe, wir sehen uns morgen um 17 Uhr wieder. Bis dann und ciao.